Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Uhrenfieber. Ich möchte mir heute gemeinsam mit euch eine Uhr vom chinesischen Hersteller Mysterious Code anschauen. Das ist schon die zweite Mysterious Code-Uhr, die wir uns hier auf dem Kanal anschauen. Und ja, so wie die letzte Uhr, die wir uns angeschaut haben, haben wir auch hier wieder die Besonderheit, dass die Uhr hier aus Titan gefertigt ist. Also wir haben hier ein Titangehäuse, wodurch die Uhr wirklich, ja, im ersten Eindruck sehr, sehr leicht wirkt. Ja, ihr seht, es handelt sich hier um einen Chronographen. Eine spezifische Modellnummer habe ich ehrlicherweise über AliExpress gar nicht ausfindig machen können. Und ich bin persönlich auch der Meinung, dass wir hier ein eigenständiges Design haben und kein direktes Vorbild. Aber schreibt gerne dazu in die Kommentare, ob euch da irgendwas einfällt, ob es sich hier doch um eine Hommage handelt. Meiner Meinung nach, zumindest nach meiner Recherche, allerdings nicht. Ja, preislich bewegen wir uns hier bei diesem Quarzchronographen mit dem Titangehäuse aktuell bei ungefähr, ja, so 70 bis 80 € auf AliExpress. Wie ich immer sage, schwankt das natürlich immer so ein klein wenig. Die Uhr gibt es in drei Farbvarianten, in Weiß, Blau und Schwarz. Nur jeweils das Ziffernblatt ist dann unterschiedlich gehalten. In diesem Fall haben wir die weiße Variante, die aber ehrlicherweise ja eher so ein bisschen in die silberne Richtung geht, ne? Also je nachdem, wie man die Uhr so ein bisschen ins Licht hält, wirkt das dann eher silbern. Und die Besonderheit designtechnisch ist hier auf jeden Fall dieser Frosted Look, ne? Also wir haben hier diese, ja, aufgeraute Oberfläche, man nennt das ja immer so ein bisschen Frosted. Das sieht auf jeden Fall super aus. Was dann noch zum Design her mit dazu trägt, ist eine recht breite Rehhaut, die so ein bisschen nach unten fällt und ja damit doch ein recht interessantes, ansprechendes Design generiert. Ansonsten haben wir noch so ein paar Farbakzente hier auf dem Ziffernblatt. Minuten- und Stundenzeiger haben so einen kleinen roten Akzent und der Sekundenzeiger ist ja, in der gebläuten Optik ist natürlich nicht wirklich gebläut, wird einfach blau lackiert sein. Aber ja, so hat man hier nochmal so ein bisschen Farbspiel auf dem Ziffernblatt. Ohne dass es jetzt aber zu viel wirkt, aber wirkt insgesamt durchaus passend. Ja, bevor wir jetzt weiter auf die Ausstattung zu sprechen kommen, wie immer einmal die Gehäuseabmessung. Wir haben ja einen Durchmesser von etwa 41 mm, natürlich ohne die Drücker gemessen. Dann haben wir einen Hornabstand von etwa 50 mm und eine Gehäusehöhe von gerade mal, ja, knapp unter 11 mm. Also durchaus eine ziemlich flache Uhr, wie ich finde. Und das Band misst hier am Anstoß 20 mm. Das hier ist auch nicht das werkseitig verbaute Band. Dies ist wieder eine Uhr, die ich von einem Zuschauer zum Testen zugeschickt bekommen habe. Und ja, das ist hier ein Aftermarket-Lederarmband, was montiert wurde, was aber, wie ich finde, mit dieser Kontraststeppung total klasse zu der Uhr passt. Also genau so ein Band hätte ich persönlich auch dran gemacht. Ich finde, das sieht super aus. Man hat sich hier noch die Mühe gemacht und hat sogar den spezifischen Mysterious Code Dornverschluss hier montiert. Also das sieht doch wirklich klasse aus. Wir schwenken mal direkt einmal zur OVP, zur Originalverpackung. Die ist ehrlicherweise total billig gehalten. Also das finde ich so ein bisschen schade. Ah, das sieht echt nicht dolle aus. Das ist somit das günstigste, was man als Karton bestimmt bekommen kann. Naja, gut, es geht ja auch eher um die Uhr als solches. Schauen wir uns mal den Packungsinhalt an. Kurze Bedienungsanleitung mit chinesischen Schriftzeichen. Boah, bringt uns jetzt erstmal nicht wirklich viel. Dann haben wir hier eine Garantiekarte, wo wir zwar hier irgendwie eine Seriennummer haben, aber ansonsten ist hier leider wieder nichts ausgefüllt. Gut, das kennt man bei den Uhren in dem Preisbereich ja, ne? Meistens ist es so, dass eher erst so ab 200 €, dass da so eine Grenze ist, wo die Dinger ausgefüllt werden. Ja, und jetzt das eigentlich Interessante ist hier das standardmäßig mitgelieferte Band. Das ist hier ja so ein Band in Lederoptik. Ich glaube aber zumindest so vom Gefühl und auch vom Geruch nicht, dass das tatsächlich Leder ist. Also das wirkt für mich eher wie Kunststoff. Ja, ganz interessant hier in Weiß gehalten. Passt natürlich prinzipiell jetzt erstmal zu dem weißen Ziffernblatt. Und auf der Rückseite haben wir so ein Silikon-Kautschuk-Material. Hier auch mit so einer Sichtnaht. Trägt sich mit Sicherheit angenehm. Also hier gerade mit diesen Xen hier drauf wird das bestimmt bequem sein. Ist natürlich auch sehr, sehr flexibel, das Band, wie ihr hier sehen könnt. Finde ich tatsächlich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also optisch ist mal was ganz anderes, ne? Eher so in die sportliche Richtung. Also hiermit hat man natürlich eine, ja, ziemlich sportliche Uhr und mit dem montierten Lederband wirkt die Uhr dann auch mal ein ganzes Stück eleganter. Ist Geschmackssache, ehrlich gesagt. Also ich
glaube, dass beide Varianten gut aussehen würden, wobei ich aber auch sagen würde, ja, dieses Lederband gerade mit dieser Kontraststeppung wirkt dann doch sehr, sehr passend bei dieser Uhr. Ja, so viel dazu. Dann weiter zur Ausstattung. Wie ihr sehen könnt, haben wir ein Quarzwerk verbaut, ist ein Chronographenwerk und zwar das japanische Miyota JS25. Ist so erstmal kein schlechtes Werk, hat aber den ja, Nachteil, dass wir hier den zentralen Sekundenzähler nicht als Stoppuhr, sondern wirklich als ja, Sekundenzähler haben. Und so sieht natürlich sofort jeder Blinde, dass das quasi eine Quarzuhr ist. Ne? Das ist so ein bisschen schade. Schöner wäre es, wenn man es gelöst hätte wie beim Seiko-Mekka-Quarz, dass hier entsprechend der zentrale Sekundenzähler hier oben für die Stoppuhr vorbehalten ist und meinetwegen hier unten der kleine Sekundenzähler dann das Quarzticken abbildet. So sieht man es nicht auf den ersten Blick, dass es eine Quarzuhr ist. Also das finde ich so ein bisschen störend. Ansonsten funktioniert das Ganze aber gut. Hier oben starten wir unten den Sekundenzähler. Ne? Das ist jetzt hier das unten das kleine Subdial. Wie gesagt, ich hätte es eher andersrum gemacht und da den normalen Sekundenzähler rein. Stoppen wir das Ganze und hier wird es zurückgesetzt. Es funktioniert unproblematisch. Dann haben wir hier oben rechts noch diese typische 24-Stunden-Anzeige. Ja, machen die Hersteller immer, dass das Ganze symmetrisch aussieht. Und wenn sie nicht mehr wirklich wissen, welche Anzeige sinnvoll ist, dann packen sie eine 24-Stunden-Anzeige rein. Aber gut, hat ja eine Funktion und somit nicht verkehrt. Und hier links haben wir dann von der Stoppuhr im linken Subdial die 30-Minuten-Zähler. Ja, so viel erstmal dazu. Dann haben wir natürlich auch hier wieder ein Saphirglas verbaut und wir haben eine angegebene Wasserdichtigkeit von 50 Metern. Der Gehäuseboden ist hier einzeln verschraubt, wie ihr hier sehen könnt. Und die Krone als solches ist auch verschraubt, die Chronodrücker allerdings nicht. Und dann haben wir hier am Gehäuse noch so ein ja, Fake-Heliumventil. Also das ist hier eher so ein optischer Schmankerl. Man kann das so ein bisschen bewegen, aber also es lässt sich ein bisschen drehen, aber so richtig rausdrehen nicht. Und ja, ich glaube, bei einer Uhr mit 50 Meter Wasserdichtigkeit ja, ist das wahrscheinlich eher so ein optischer Faktor. Ne? Ansonsten haben wir aber, was mir ganz gut gefällt, hier die Krone mit dem M versehen für Mysterious Code. Also so ein M, was eingekreist ist. Und das gleiche Detail haben wir auch hier bei diesem Heliumventil. Das ist auf jeden Fall nett, das gefällt mir gut. Ja, das war es eigentlich im Grunde auch schon zur Ausstattung. Highlight ist mit Sicherheit das durchaus leichte Titangehäuse, damit eine Uhr, die man super toll im Alltag tragen kann. Auch vielleicht für leichte sportliche Aktivitäten, wenn man dann auf dieses Band hier umswitcht, sicherlich geeignet. Einfach, wenn man sie am Handgelenk natürlich überhaupt nicht spürt. Ja, apropos Handgelenk, dann würde ich die Uhr direkt einmal anlegen wollen. Ja, so schaut die Mysterious Code dann an meinem 16,5 cm Handgelenk aus. Definitiv nicht schlecht, denke ich, ne? Also gerade wie gesagt mit diesem braunen Lederarmband, was man hier montiert hat. Ja, das sieht schon klasse aus, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, diese kleinen farblichen Kontraste, die wir hier bei den Zählern, bei den Zeigern haben, finde ich auch nicht schlecht. Insgesamt durchaus elegant wirkende Uhr. Ja, mit dem Titangehäuse, wie gesagt, du merkst hier gar nichts. Also das ist super angenehm zu tragen. Ja, ich würde sagen, ich nehme euch jetzt noch mal einmal so ein bisschen mit ins Licht und ja, dann gehen wir gleich auch schon zum Fazit über. Leuchtmasse ersparen wir uns hier einfach mal in der Kürze. Wir haben, wie ihr sehen könnt, Leuchtmasse hier auf den Minuten- und Stundenzähler. Ja, ist jetzt nicht unbedingt das Highlight, deswegen überspringen wir den Schritt an der Stelle einmal und ja, sehen uns dann gleich beim Fazit wieder. Jo, da soll es dann auch schon wieder zur Vorstellung der Mysterious Code Titan Chronographenuhr hier mit Quarzwerk gewesen sein. Ja, insgesamt auf jeden Fall gelungene Uhr. Design ist durchaus gefällig, ist
Ja, gerade mit diesem Frosted Dial hier sicherlich sehr, sehr schön anzuschauen. Von der Verarbeitung kann ich hier nichts Negatives benennen. Also das gefällt mir auch alles sehr gut. Ja, dieses Heliumventil, was so ein bisschen fake ist, ist jetzt Geschmackssache, finde ich aber jetzt nicht störend. Fügt sich doch eigentlich gut ins Gesamtbild ein. Nee, schöne Uhr, muss man sagen. Kritikpunkt, ich hätte hier das mit dem Quarzwerk ein bisschen anders gelöst. Aber ansonsten, auch für den Preis, kann man hier eigentlich nicht viel falsch machen. Ja, ich hoffe, das Video war für euch interessant. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und in dem Sinne bis zum nächsten Video hier bei Uhrenfieber. Ciao.